Ja, ich freue mich sehr, dass Sie quasi der Einladung des Landes Nordrhein-Westfalen gefolgt sind, hier auf die Intergeo 2022 nach Essen zu kommen. Ganz herzlich willkommen, Dr. Thomas Wilk vom Regierungspräsidium in Köln. Und ja, wir fangen mal direkt an. Sie sind jetzt ein bisschen hier über den Stand geführt worden. Hier zuletzt waren die Eindrücke des Bodenbewegungskatasters NRW. Ist natürlich für ein Gebiet wie das Ruhrgebiet super wichtig mit dem Kohlebergbau etc. Was nehmen Sie da mit an Eindrücken, was auf so einer Plattform wie der Intergeo, wo es wirklich um Geodaten, Bewegung, Landinformation und Geoinformationsmanagement geht, mit? Ja, der ganze Bereich Geoinformation ist eigentlich die Blaupause dafür, wie Verwaltung Digitalisierung machen sollte. Ja, ich durfte mich jetzt die letzten Jahre im Bereich des Bauens mit der Digitalisierung beschäftigen. Und das ist ein so schleppender Prozess und Sie brauchen die wirklich guten Leute, Sie brauchen die Kümmerer, die etwas nach vorne bringen. Und hier ist das wie eine Zeitreise für mich. Ja? Das ist wie eine Zeitkapsel jetzt ein paar Jahre nach vorne. Ich habe das jetzt schon vor einigen Wochen innerhalb der Bezirksregierung, da habe ich mir dann die zuständige Abteilung angeschaut, habe schon vieles gesehen. Jetzt hier kriegt man es nochmal in ganz geballter Form, auch noch aus anderen Bereichen. Und das ist schon ganz beeindruckend. Und ich finde, da können wir uns in der übrigen Verwaltung mehr als eine Scheibe abschneiden. Absolut. Und wie Sie es ansprechen, auch Copernicus for All ist ja sowas, Geodaten verfügbar machen für ganz viele Verwaltungseinheiten, für verschiedene Länder. Da geht ja auch NRW hier mit einem Benchmark sozusagen voran, dieser Verfügungsstellung der Daten. Das ist auch eine tolle Sache, ne? Ja, das freut mich total, dass jetzt Nordrhein-Westfalen natürlich derjenige ist, der es nach vorne bringt und dieses EVA-Prinzip einer für alle, dass wir eine gute Sache erfunden haben, nach vorne gebracht haben, auch schon praxistauglich gezeigt haben und dass 15 Länder das so eigentlich 1:1 übernehmen können. Und das gibt es auch in anderen Verwaltungsbereichen und ich war gerade, als es mir vorgestellt wurde, noch so ein bisschen ungläubig, aber es scheint wirklich so zu sein, dass das funktioniert und auch übernommen wird. Was mich häufig stört, ist, dass es so viele Befindlichkeiten drumherum gibt. Ja, ob es die politische Ebene ist, ob es auch viele administrative Dinge sind. Befindlichkeiten, die es dann scheitern lassen. Da geht es gar nicht darum, ob es ein gutes Produkt ist oder nicht. Es gibt ganz sachfremde Gründe, warum irgendwas scheitert. Und das scheint hier nicht zu sein. Und ich habe gerade auch schon die Kollegen gefragt, wenn das hier alles läuft, ob die dann uns nicht helfen wollen in anderen Bereichen. Ich glaube, das könnten wir gut gebrauchen. Wir haben hier lange diskutiert, wie Sie Datensilos überwinden, wie Sie die Verfügbarkeitsmachung möglich machen und es hat echt ganz gut geklappt. Sie selbst sind ja auch mit Daten vertraut, Sie waren ja früher Bauamtsleiter, das heißt das ganze Thema Building Information Modeling, BIM, also die Visualisierung der Geodaten, die digitalen Zwillinge von Städten, das ganze Thema Smart Cities, Ihnen auch vertraut, da sind Sie ja eigentlich auf der Hochburg Intergeo hier gelandet, denn BIM und alles, was mit Bauen, digitales Bauen, ist ja auch hier zu Hause. Wenn Sie sich davon auch noch ein Bild machen und hier ein bisschen umschauen auf der Intergeo. Ja, ganz gewiss, also die Vermesser und die Geodäten sind eigentlich auch da, die Speerspitze. Ja? Wenn wir jetzt mal sehen, BIM, Sie haben es angesprochen, über BIM wird seit vielen, vielen Jahren gesprochen. Es wird viel zu viel geredet, aber zu wenig gemacht und die Technik ist da. Also wir müssen es irgendwie schaffen, wir müssen die Überzeugung durch Best-Practice-Beispiele, wie hier zum Beispiel, es muss einfach gesehen werden. Bilder gehen immer über alles, Menschen müssen das übernehmen können, verstehen können. Und dann wird auch BIM insgesamt in ganz anderen Bereichen nach vorne kommen, weil wir doch der Überzeugung sind, dass BIM die zum Beispiel Baubranche, aber auch andere Bereiche wirklich umwälzen wird. Aber das Entscheidende ist immer das Umdenken im Kopf. Und da müssen wir noch ganz große Barrieren überwinden. Intergeo ist so die internationale, wichtigste, größte Plattform für Geodäsie, Geoinformation, Landmanagement. Wir haben jetzt allein Aussteller aus knapp 40 Ländern, teilweise Besuchende vor Corona-Zeiten, haben wir aus 130 Ländern. Wenn Sie jetzt auf die ganze Digitalisierung schauen, Sie sind erst kurz im Amt jetzt fürs Regierungspräsidium in Köln, aber durch das Bauamt haben Sie auch Einblicke. Wenn Sie sich so vergleichen quasi, sagen wir von Köln, von Deutschland auf Europa, international, wie digital sind Sie aufgestellt oder was sind Ihre größten Herausforderungen, die Sie jetzt noch angehen werden? Ich glaube, die Zeit haben wir heute nicht, um zu beschreiben, wie dick dieses Brett ist, was wir bohren müssen. Natürlich sind die Allgemeinplätze, die Pandemie hat uns sehr nach vorne gebracht, aber da ist noch so viel Luft nach oben. Und man, das müssen Sie sich auch vorstellen, man hat dann auch mit Führungskräften zu tun, die sagen, nee, ich kann mein Team nicht führen digital. Ja? Da muss ich aber sagen, das ist dann eine Führungsaufgabe. Ja? Da müssen wir vielleicht die Führungskraft auf eine Fortbildung schicken. Das ist der Zeitgeist, wir müssen nach vorne kommen, wir müssen viel digitaler werden. Ich kann das nur wiederholen. Dieser Bereich, Geoinformation, Vermessung, der ist schon weit vorne. Aber das sind natürlich auch Menschen, die haben irgendwo das richtige Mindset dafür. Vielfach ist in der Verwaltung dieses Mindset dafür nicht vorhanden. Und das ist so schwer. Manchmal habe ich, wenn ich schlecht schlafe, dann denke ich manchmal, boah, wir brauchen noch eine ganze Generation.
Ja, bis also quasi die Köpfe ausgetauscht sind. Aber die Zeit haben wir dafür natürlich überhaupt nicht. Und das ist natürlich auch mit meiner Aufgabe, mit den Führungskräften aus dem Haus, dazu einer Veränderung zu kommen. Aber ich fürchte, dass das noch einige Jahre dauern wird, bis wir so weit sind wie die Kollegen aus diesem Bereich. Insofern, husch, husch, Deutschland, so gib Gas. Wir hatten hier auf der Intergeo schon auch in den letzten Jahren das Motto, keine Digitalisierung ohne Geodaten. Hier ist die Basis, die Geoinformationsdatenbasis, und die bildet auch wirklich einen Grundstein für die Digitalisierung. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.